zu welchem Mann gehört. Bitteschön. Also, Cem besitzt über 350 Unterhosen. Ich hoffe, die hast du gerade nicht alle gemeinsam an. Sebastian hat 3 Michael Jackson Tattoos. Peter möchte keinen Hardcore-Schlager-Fan. Und Benjamin war mit 18 für 3 Jahre verheiratet. Ich gehe mal zu Benjamin. Das finde ich eine interessante Geschichte. Mit 18 schon. Ja. Du warst so verliebt und hast gedacht, so, das ist er, das muss er genau sein, für immer. Richtig. Und redet ihr noch miteinander oder ist es... Nein, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Gott sei Dank. Das heißt, von 18 bis 21 warst du verheiratet? Ja. Passt ja zu dem, was du eben gesagt hast, dass du tendenziell nicht nur mal eben nur so zwischendurch, sondern generell was eher Ernstes und Festes suchst. Genau. Genau. Ich gehe zu Cem. 350? Ja. Aber ich habe keine getragenen gekauft. Nein, das ist schon klar. Das war ja nur ein Scherz. Nein. Manche haben nur 7, der montags bis sonntags und dann wieder von vorn und so weiter. Manche auch nur 3, die wenden. Naja, das ist ja, 350. Das ist ja mit den Jahren passiert. Ich finde auch immer wieder noch gar nicht geöffnete Packungen. Ja? Da freue ich mich. Besonders in der Corona-Zeit war es auch toll. Ich finde immer noch nicht geöffnet. Aber wie groß ist denn deine Bude? Ja, ich muss den letztens dazu bauen. Für die Unterhosen? Ja. Wirklich? Ja. 350, das ist nah am Jahrespensum. Bei 365 können Sie jeden Tag im Jahr eine neue anziehen. Ja, das ist doch super. Großartig, das ist ein Plan, das mache ich auch. Das ist groß, man will nicht mehr nachdenken. Einfach nur 1.1., 2.1., 3.1., 4. und so weiter. Oh, 31.12., scheiße, ich muss warten. Ich verstehe. Mhm. Aha, 3 Tattoos, Michael Jackson. Wo sind die? Verteilt auf den ganzen Körper. Einmal wo denn? Auf der Brust, auf den Arm und ja, auf den Arm will ich sehen, Arm will ich sehen. Das mindestens eins wollen wir sehen. Don't stop. Till you get enough. Ja, klar, jeder. Logisch. Du bist also großer Michael Jackson-Fan, sonst macht es keinen Sinn. Ja, richtig. Richtig. Bist du ja immer noch? Ist keine Jugendsünde, sondern jetzt immer noch? Ich habe kurz vor seinem Tod angefangen und ab seinem Tod fing es richtig an. Also oh, da das heißt, du bist noch nicht fertig? Nee. Immer noch mehr Michael Jackson-Tattoos? Nein, also mit den Tattoos von Michael Jackson bin ich tatsächlich komplett fertig. Mehr okay. Ist nicht. Da bin ich ein bisschen beruhigt, du wahrscheinlich auch. Ich auch. Ja. Vielen Dank, wunderbar, mein Lieber. Vier Eigenschaften näher kennengelernt. Aber jetzt darfst du nicht entscheiden, erst nach der nächsten Runde. Wir kommen zu Runde 2. Hier sind 4 neue Eigenschaften. Hat einen absoluten Ordnungsfimmel. Mag auch gerne Blümchensex. Sat.1 Frühstücksfernsehen moderieren wäre sein Traum. Aha, steht seit kurzem auf SM. Oh. Also ganz schön. Da hast du alles mal durch hier. Ja. Mhm. Ordnungsfilme, fangen wir oben an. Ja, ich bin nicht so ordentlich, also von dem her passt es. Findest du auch nicht schlimm, wenn jemand sagt, räum das doch bitte weg? Nee, weil der räumt es ja irgendwann mal selber weg. Das ist schlau. Du bist so berechnend. Ja? Du lässt es liegen, weil du sagst, der hält es eh nicht aus, der macht es selber weg. Wirklich? Ich provoziere das so ein bisschen. Boah, das gefällt mir gut. Mag auch gerne Blümchensex. Blümchensex prinzipiell habe ich auch nichts gegen. Was ist das Prinzip von Blümchensex? Blümchensex halt. Super Erklärung. Sat.1 Frühstücksfernsehen moderieren wäre sein Traum. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ich meine, er hat Träume, Vorstellungen, also von dem ich bin gespannt, das ist es ja ein potenzieller Kollege dann, ne? Ja. Steht seit kurzem auf SM. Ich kann mit einem Fetisch gar nichts anfangen. Okay. Und SM würde für mich jetzt auch nicht in Frage kommen. Habe ich selber noch nie ausprobiert, aber ich habe jetzt auch kein Bedürfnis, das ausprobieren zu wollen. Es hört sich so an, als fändest du, steht seit kurzem auf SM nicht so gut, am wenigsten gut. Finde ich am wenigsten gut, ja. Am wenigsten gut. Steht seit kurzem auf SM, loggen wir ein. Wer hat denn SM frisch für sich entdeckt? Wir lösen auf. Ja. Benjamin! Ja. Warum auch nicht? Ja. Man kann mal neue Sachen ausprobieren. Genau. Und dann stellt man fest, Hauptsache es ist authentisch, man mag es selbst. Das heißt ja nicht, dass man jemand anderen damit überfallen möchte, sondern du hast das für dich kurz entdeckt. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe nach meiner Trennung von meinem Ex habe ich jemanden kennengelernt, der hat das ein bisschen bei mir gemacht und das hat mir gefallen. Hieß der Grey? Nein. Nein? Nein. Nein, ich dachte, der hätte vielleicht mal
Nein, auch nicht. Dagegen ist nichts zu sagen. Und das finde ich auch richtig, das am Anfang schon zu wissen. Stell dir vor, du merkst, du bist schon 3 Jahre verheiratet und dann merkst du erst dann, du mit SM, und sagst, ah, ne, bist du wahnsinnig, lass mich scheiden. Das ist doch blöd. Das ist doch schön, wenn dann beide sagen, gut, dass wir das von Anfang an wussten, wunderbar. Siehste, hat nur Vorteile. Ich danke dir, großartig. Für dich ist es nix, auch okay. Benjamin, wir schießen dich ab. Gefällt dir wahrscheinlich. Ja. So, Benjamin, einen guten Flug. Tschüss. Tschüss. Guck mal, alle winken. So ist es eben. SM ist nichts für dich. Nee, leider nicht. Ja, ja, macht ja nichts. Wir haben ja noch 3 eben. Tolle Single-Männer. Wir lösen mal die Geschichten auf. Bitteschön. Das habt ihr mitgebracht. Cem möchte gerne mal beim Sat.1 Frühstücksfernsehen moderieren. Sebastian hat einen Ordnungsfimmel und Peter mag auch gerne Blümchensex. Ich gehe mal zu Cem. Herr Kollege. Vielleicht. Du möchtest, das ist dein Traum? Ja. Das ist aber ein schöner Traum. Ja. Warum gerade Frühstücksfernsehen? Bist du verrückt? Da muss man morgens um 3 Uhr, was weiß ich, aufstehen. Damit habe ich kein Problem und ich finde einfach, weiß nicht, ich hätte da voll Bock drauf. Wirklich? Ja. Dann hast du jetzt die Chance. Moderier mal. Stell dir vor, du bist um 3.22 Uhr aufgestanden, du hast dich dahin gequält, das Gesicht ist geschminkt, also du siehst aus, als wärst du schon wach. Und dann schalten alle ein, so um 7 Uhr. Und jetzt begrüßt du zum ersten Mal deine Zuschauer. Okay. So, meine Lieben, herzlich willkommen beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. Mein Name ist Cem, einer der neuen Gesichter. Es ist 7 Uhr morgens und ihr denkt, warum hänge ich hier an der Nadel oder beziehungsweise an den ganzen Sachen? Das erfahrt ihr gleich in der Sendung. Und ich höre gerade, wir müssen kurz zu den Nachrichten geben zu Ina Dietz. Wir sind gleich wieder dabei. Hey! Hey! Was? Sag mal. Wow! Sag mal, Cem, sehr gut. Also ich würde dich nehmen. Ich würde dich nehmen, das finde ich ja groß. Wie lange hast du dich auf den Abend hier vorbereitet? Sag mal, das ist ja unfassbar. Das war jetzt spontan. Und das war spontan? Wenn es klappt, bleibt es auch in der Senderfamilie. Wenn es klappt, dann... Hey. Das war ja schon wieder zu viel. Danke, Cem, sehr gut. Peter. Ja, Ralf. Mag auch gerne Blümchensex. Ja, definitiv. Also Blümchensex heißt ja für mich auch ein bisschen intim sein. Ja. Also, genau. Das ist bei Sex oft der Fall. Ja. Ja, ich finde das absolut. Aber intim mit Gefühlen. So. Ne? Das ist was Neues. Das kenne ich noch nicht. Das ist, oh. Nein, im Ernst. Natürlich ist es so. Nein, klar. Oh. Sex ist das eine, Gefühle ist das andere. Und wenn beides zusammenkommt, dann ist es umso besser. Oh. Jetzt mache ich oh. Oh. Du bist aufgeklärt. Das freut mich. Aufgeklärt. 3 Eigenschaften, alles richtig gemacht. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter, okay? Ja. Runde 3. Hier sind 3 Eigenschaften. Liebt einzigartige Gesichter. Bevor er verreist, macht er ein Foto vom Backofen. Hasst schlimme Kosenamen in der Öffentlichkeit. Oh. Oh. Fang mal hinten an, finde ich ganz gut. Hast schlimme Kosenamen in der Öffentlichkeit. Pupsi, Schnucki, Mucki, Pussi, Marie, Miggi. Ist das für dich auch schlimm? Mhm. Ne? Ich bin auch derjenige, der gerne Kosenamen vergibt. Das stelle ich mir aber jetzt spannend vor. Mhm. Wie würdest du denn, was ist dein Kosenamen, wie würdest du mich denn nennen? Dich? Vorsicht. Hast du Kosenamen für mich? Schnucki. Schnucki? Ja. Hey. Warte, ich hau mal eben 3 Mal auf den Buzzer. Moment. Schnucki, okay? Liebt einzigartige Gesichter. Interessant. Die finde ich auch gut. Glaubst du, dass du eins hast, ein einzigartiges Gesicht? Ich glaube nicht, nee. Doch, doch. Ich glaube ich nicht. Okay. Bevor er verreist, macht er ein Foto vom Backofen. Das finde ich sogar eher sympathisch, weil ich habe nämlich auch so einen kleinen Kontrollfreak. Wirklich? Mhm. Zum Beispiel, ich bügel jeden Morgen, bevor ich zur Arbeit gehe, meine Kleider. Und dann fotografiere ich manchmal auch mein Bügeleisen, damit ich sehe, dass ich das wirklich ausgesteckt habe, sonst fahre ich wieder zurück. Nein, ist das? Oh, das ist lustig. Wirklich? Ja. Das heißt, du hast ein Album auf deinem Handy, wo schon 324.000 Mal dein Bügeleisen ausgeschaltet drauf ist? Nennt sich auch Bügeleisen-Album. Nein, du hast wirklich ein Bügeleisen? Ja, ja. Nein! Doch. Zeigst du das doch Leuten? Guck mal hier, das ist mein Bügeleisen, das ist mein Bügeleisen, das ist mein Bügeleisen. Erzähle ich natürlich nicht. Das erzählst du natürlich nicht. Jetzt weiß es jeder. Jetzt weiß es jeder. Jetzt ist es raus. Bügeleisen-Fotofetischist. Aber hier, das verbindet uns dann. Also das finde ich auch. Ja. Das ist toll.